Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidt-Spiele. Heute stelle ich euch das Kartenspiel My Rummy 111 vor. Eure Aufgabe ist es, eure Handkarten entweder in eine aufsteigende oder absteigende Reihenfolge zu sortieren. Aber kommen wir wie immer als erstes zur Spielvorbereitung. Mischt als erstes alle Karten gut durch und verteilt dann an jeden Spieler verdeckt 12 Handkarten. Achtung! Beim Aufnehmen der Karten dürft ihr die Reihenfolge der Karten nicht verändern. Die restlichen Karten legt ihr als Nachziehstapel bereit und legt dann drei Karten davon verdeckt in die Tischmitte. Und dann kann es auch schon losgehen. Beginnend beim jüngsten Spieler führt ihr abwechselnd Züge durch so lange, bis ein Spieler ansagt, dass er es geschafft hat, all seine Handkarten entweder aufsteigend oder absteigend zu sortieren. Wer an der Reihe ist, führt dazu einfach eine Tauschaktion mit einer der ausliegenden Karten in der Tischmitte aus, indem er eine Karte nimmt, diese an eine bestimmte Stelle seiner Handkarten einsortiert und dann entweder die linke oder die rechte Karte in die Tischmitte legt. Solltet ihr die Karte aus der Tischmitte bei euch an den linken oder rechten Rand eurer Handkarten einsortieren, dürft ihr auch die Karte der gegenüberliegenden Seite nehmen und in die Tischmitte legen. Sobald in der Mitte dann drei offene Karten liegen, dürft ihr auch diese Auslage erneuern. Nehmen wir einmal an, ich bin wieder am Zug und wähle jetzt diese Karte. Dann sortiere ich die ein und nehme eine Karte, die jetzt rechts oder links davon ist und lege die in die Mitte. Dann ist der nächste Spieler dran und darf jetzt entscheiden, alle drei Karten abzulegen und drei neue verdeckte Karten in die Tischmitte zu legen und dann eine davon zu nehmen für seine Tauschaktion. So spielt ihr Runde um Runde und Zug um Zug, bis ein Spieler ankündigt, dass er es geschafft hat. Wir machen einfach mal das Beispiel. Ich sage jetzt, ich bin fertig. Ich habe alle Karten in einer Reihenfolge sortiert. Das wird jetzt natürlich überprüft. Das heißt, der Spieler legt seine Karten offen hin und alle anderen Spieler schauen einmal, ob er auch keinen Fehler gemacht hat. Denn wenn er einen Fehler gemacht hat, dann bekommt er jetzt gar keine Punkte. Wenn aber alles richtig ist, wie in meinem Beispiel, hier geht es los mit der 86 bis hier rüber zur 3, dann erhalte ich jetzt erst einmal 5 Bonuspunkte, weil ich die Runde beendet habe.

Notiert ihr euch auf einem Zettel und wenn ein oder mehrere Spieler es am Ende einer Runde geschafft haben, 60 oder mehr Punkte zu sammeln, dann endet das Spiel. Und wer immer dann die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Aber die anderen Spieler gehen an der Stelle nicht leer aus, sondern sie erhalten jetzt auch noch einen Punkt für jedes Joker-Symbol, was sie in ihrer längsten vollständigen Reihenfolge finden. Schauen wir uns dazu einfach mal die Karten dieses Spielers an. Seine längste Reihe geht hier von 66 über 54 weiter bis hin zur 10. Und wie viele Punkte hat er damit gemacht? 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 plus 2 sind 15. Und hier hat er sogar nochmal eine mit vier Joker-Symbolen. Also insgesamt 19 Punkte, obwohl er nicht die Runde beendet hat. Ihr seht also, mit den passenden Karten und einer cleveren Sortierung könnt ihr auch so. Einige Punkte sammeln und am Ende reicht das dann vielleicht, um das Spiel mit den meisten Punkten zu gewinnen. My Rummy 111, ein kniffliges Kartenspiel mit einfachen Spielregeln vom Autor Steffen Bendorf für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Björn.